Herzlich willkommen zurück bei Dark Cloud. PlayStation Special, meine Damen und Herren. Ja. Und ich habe in der letzten Folge ja gegen den Boss im zweiten Alice gekämpft. Und reingeschissen. Hart reingeschissen in dem Fall. So. Aber so falsch mit meiner Strategie war ich gar nicht, weil ich habe mir mal ein Video dazu angeguckt, wie der andere das macht und alles drum und dran. Und ich habe es eigentlich genauso gemacht, wie er es gemacht hat. Wahrscheinlich hätte ich nur ein paar Schläge noch gebraucht und dann hätte ich gewonnen. Was mir aber wieder mal sehr gut gezeigt hat, weil ich habe diesen komischen Hammer gefunden. So, diesen Kristallhammer. Und er hat eine Axt. So, das was mir natürlich wieder zeigt, dass wir da komplett random die Gegenstände auftauchen. So. Kann ich mal hier zeigen. Den Diagrammanalyse. Ich habe 100, 190. Ich weiß, was zu 100 fehlt. Das werden wir jetzt machen. Also ich zeige euch mal erstmal mein Boot. So, ich habe das jetzt so angeordnet. So, wenn ihr das wollt, ihr könnt das gerne nachbauen. So, ja, also ich habe das so jetzt angeordnet hier. Das könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen schöner machen. Auf jeden Fall. So. Man kann alles noch ein bisschen schöner machen und da woanders Sinn setzen und bibabo. Hier kann man das nicht verbinden, das ist ein also vom Fluss hier rüber, das geht nicht. Aber sonst, hier sah halt relativ hübsch aus. Für 100% muss ich einfach das Haus hier hinstellen. So. Und wenn ich jetzt rausgehe aus dem Menü, kommt eine Cutscene mit dem Baum, ja, und sagt hier 100%, vielen Dank, dass du das so viel aufgebaut hast. So. Das Ganze, wie ich das hier aufgebaut habe, das habe ich aus einem YouTube-Video entnommen. Also das ist nicht auf meine Idee gewachsen. Woher ich das habe, werde ich natürlich unten verlinken in den Kommentaren. Ich hab mir die Links schon rauskopiert. In ein Dokument. Das ist das, wo ich das zeige, wie ich die Dörfer aufbaue. Das halt 100% ist. Dass ihr euch gleich nachvollziehen könnt, wo ich das her habe. Auf jeden Fall. Credits müssen hier gegeben werden für den ganzen Spaß. Ihr könnt euch natürlich versuchen, das anders eins anzuordnen, dass ihr auf die 100% kommt. Bloß die Sache ist, manche Bewohner wollen das unbedingt so haben, wo die Häuser jetzt stehen. So. Oder hier in der Nähe von dem Haus sind und ja. Also ihr müsst halt mal gucken, aber ihr könnt die Stadt zu gestalten, wie ihr das möchtet, auf jeden Fall. Das kriegen wir mal, also kriegen wir mal die Cutscene auf jeden Fall. Das kann ich schon speichern. Nein. Hehe. Dank dir weht in Huecha ein saftiger Wind. Ja, ein saftiger Wind. Ich bin dir dankbar. Nimm das hier, Schatz. Hatschu. Oder Chu, lieber. Leistungsprüfe halten. Ich möchte mich damit bedanken. Es ist ein großes gewöhnlicher Gegenstand, der Waffen bedingungslos aufrüstet. Das ist ein guter Einschatz. Hey, Luraku, Mann. Kamikaze kriegt eine Belohnung und ich kriege nichts.
Das ist nicht fair. Du hast es also herausgefunden. Boro scheint wieder etwas motivierter zu sein. Ich bin froh darüber. Hier, nimm das zum Dank. Dies zum Dank an. Machu. Ach, das ist die Axt! Streitaxt erhalten. Es gehörte einst Goros Vater, Fudu. Gib es gut auf, Schatz. Das war's, mehr kann ich nicht tun. Den Rest musst du irgendwie allein schaffen. Mach dich auf etwas gefasst. Ach, das ist die Axt. Ich habe gedacht, die hat den Verlies gefunden. Rausgucken. Das ist lecker. Jetzt stürmen. Müsstest du noch mehr hören? Das Dorf des Grundvolks, natürlich kenne ich es. Es gibt nichts, was ich nicht kenne. Was ich nicht weiß. Das Dorf heißt Braunbu. Es liegt am anderen Ende des Waldes. Du musst allerdings das Dorf in den Kopf belassen. Stimmt, das hatten wir ja schon mal. Wo ich hergekommen bin, ja. Was? Ich habe gedacht, das ist ein Item aus dem Verlies. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Jetzt habe ich meinen Zauber aufgerüstet. Das ist jetzt kacke. Okay, nee, ist eh scheißegal. Ich muss eh das tanken. Okay, na gut, das habe ich jetzt nicht. Frischer Zaun. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet auf jeden Fall. Bin ich ganz ehrlich. Einfach. Ja, ich kann hier runterfallen. Wenn 100% ist, kriegst du keine Kisten mehr von den Leuten. So. Rutschte Teppens, ne? Das ist jetzt gut gelaufen an der Stelle. Jetzt hätte ich jetzt noch die Axt trainiert, auf 4+, dass ich die halt noch wieder hochleveln kann, aber das ist halt so, ne? Gegenstände habe ich. Was werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Ich muss eh wechseln, weil nur Goro mit denen kämpfen kann. Der 15. Tag. Vorher. Falls wir komplett kolossal reinscheißen, starte ich einfach das Spiel neu und alles ist einfach gut. Okay, leg mal los. Habe ich ja noch die Gegenstände. Ich weiß gar nicht, was wäre, wenn ich die Gegenstände jetzt nicht gehabt hätte. Hätte ich da jetzt warten müssen, oder? Ich hätte Donut. Verbessert seine Abwehr.
Weil Noir kann quasi ihn Schaden zufügen, indem er halt mit seinem Hammer auf den Fuß drauf haut. Deswegen, gehen wir los. Ich bin wahrscheinlich schnell ab, wenn ich hier das rausnehme. Das. Dann immer rein mit dir, Junge, hier, ne? Geil! Ja, das ist doch gut. Das klingt sehr, sehr gut. Mehr Verteidigung. Ich lasse es mal, weil ich weiß ja nicht, was hier, wenn ich mich verklicke oder so. Was? Was geht hier vor? Wer bist du? Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Mann, das war mein Fehler. Ich muss mich entschuldigen, das war völlig unangemessen. Das Dorf Braun. Kaunten? Ja, das kenne ich. Dort lebt das kleine Volk. Komm, ich bring dich hin.
Dorf. Der kleine Leute ist dort hinter diesen Felsen. Ups. Du kannst nicht mehr was. Warte mal. Okay. Das ging jetzt noch schneller als erwartet, auf jeden Fall. Okay, der Eingang ist auf alle Fälle kaputt. Und wieso liegt wieder nichts rum? Alles klar, okay, dann gehen wir mal zu dem Dorf der kleinen Menschen. Im Intro gesehen. Alarm! Alarm! Chef, Alarm! Ein Mensch ist im Dorf gekommen. Ins Dorf gekommen. Hm? Sie wird es nie lernen. Sie werden es nie lernen. Sie werden den Plan Rache der Nächte. Rache? Oder Herre? Haare der Nächte, wenn die Sterne fallen, anwenden müssen. Jelzger Kragen. Kragen. Also nicht Kragen, sondern also Kraken. Also nicht Kragen mit G, sondern mit K, wie es halt drüber steht. Kannst du überall rein? Menschen. Okay. Cool. Ach du Schreck, wer bist du denn? Der ist einfach cool. Ehrlich. Also die Namen sind schon witzig auf jeden Fall. Wenn man die Boss-Namen denkt, also die Monster-Namen denkt, habe ich die Wochentage. Aber jeder davon hat andere Dinger gehabt. Waffen. Oh nein, sprich nicht mit mir. Super. Hegel, was? Du bist ein Mensch. Okay, kann schon nicht verfahren. Drüben steht noch jemand. Wie bitte? Tut mir leid, Kinder sind hier nicht erwünscht. Der ist einfach ein Mango. Es kann doch sein, dass ich erst hier den Oberärzten reden muss, dass ich überhaupt ja. Wer zum Teufel bist du? Tut mir leid, aber hier gibt's nichts für dich. Merkwürdige Wache. Es kommt echt. Okay, dann gehen wir mal zum Oberältesten. Vielleicht kann der uns ja mehr Informationen geben. Das ist nicht die Treppe. Die Leiter, nicht die Treppe. Yay, Bingo, der erste Versuch. Man siehst ja irgendwie langweilig. Was kann man damit anfangen?
ist also wieder wach. Was hat ein Mensch an einem Mord wie diesen verloren? Den Djinn, was ist das? Du redest ja wirr. Wenn du dich unbedingt dumm stellen musst, dann trinke ich dich im Wasser. Nem, was ist los? Der Mensch scheint die Wahrheit zu sagen. Kristall hat, bitte komm mal. Also gut. Rücklonk. Eine starke Macht. Das Macht. Das muss dem, das muss der Djinn sein, den der Typ erwähnt hat. Was ist das, der Djinn der Finsternis, den unsere Vorfahren einsperrten? Wahrscheinlich. Was? Du erwartest, dass wir den Djinn gefangen nehmen? Nie und nimmer, dieses Monster kennen wir mit unseren momentan Kräften nicht überwinden. Theo hat recht. Das Mondvolk hat erbliche Zauberkräfte. Aber wir leben schon sehr lange in diesem Land und scheinen die Kräfte des Mondvolkes verloren zu haben. Leider haben wir nicht mehr. Leider haben wir nicht mehr die Macht, diesen Djinn gefangen zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass es möglich ist. Oh, was gibt es sonst für Möglichkeiten? Das Mondvolk hier hat keine Zauberkräfte mehr. Aber wenn du den Mond, wenn du zum Mond gehst, solltest du dort jemanden mit Zauberkräften finden. Zum Mond gehen? Okay. Aha, du hast recht, wir müssen zum Mond. Die Leute im Braunbo haben immer unsere Rückkehr erwartet. Deshalb haben wir in diesem Ort ein Schiff, das uns zum Mond bringen kann. Wow, geht das denn so etwas? Also geht denn so etwas? Ja, aber wir werden es ohnehin nicht sofort benutzen. Bring die Mondkugel. Verstanden. Der Mondkugel wird das Mondschiff gesteuert. Während der Kugel kann man es von überall aus fernsteuern. Oh nein, die Mondkugel ist verschwunden. Was soll das heißen? Weiß irgendwer, wo die Kugel ist? Nein, Sir. Joschka ging kürzlich nach Queens, um die Mondfrüchte zu verkaufen. Könnte sie aus Versehen unter die Richtige geraten sein? Joschka. Ja? Weißt du etwas über die Mondkugel? Nun, unter den Früchten war eine mit einer kosmischen Farbe. Das war sie bestimmt. Wie könnte das passieren? Tut mir leid, Chef. Anscheinend können wir dir den Mondschiff doch nicht zur Verfügung stellen. Ohne die Mondkugel funktioniert das Mondschiff nicht. Wie wär's mit einem Ausflug nach Queens, um die Kugel zu finden? Oh, das ist eine gute Idee. Du findest die Kugel allein und benutzt sie zum Steuern des Schiffs. So etwas erledigst du am besten selbst. Und wenn du damit fertig bist, bringst du sie uns zurück. Macht ihr es euch damit nicht ein bisschen einfach? Ich zeichne Queens auf deiner Karte ein. Je schneller du gehst, desto besser. Gute Reise.
Hat er die Notebook einfach verkauft. Oko Queens. Die ganzen... So unten ist auch eins frei. Und dann da oben ist noch eins frei. Also wir haben noch ein paar Städte zum Abklappen. Okay. Nach Queens.